What the fuck? Was ist das? Wir müssen da rein. Und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Horror-Let's-Play auf meinem Kanal Lost in Vivo. Das ist ein Horrorspiel, was ich auf YouTube entdeckt habe vor... Ich sage eigentlich jedes Mal dasselbe. Ich habe es entdeckt, ich fand es cool und ich dachte, wir können das mal ein bisschen anzocken. Das Spiel ist auf Englisch, also hoffen wir, dass wir mit meinen magischen und mageren Englischkünsten da weit kommen. Ich denke, das sollte aber kein Problem sein. Das soll so ein bisschen psychisch wirken, das Spiel. Ich glaube, so ein bisschen gefangen in der Kanalisation habe ich so... Also das ist das, was ich so bis jetzt mitbekommen habe. Und ich möchte auch nicht so lange wieder rumreden. Ich möchte einfach nur gucken, dass wir alles richtig eingestellt haben. Haben wir hier noch... Naja, das ist alles okay. Passt. Passt, passt, passt. Lasst uns doch einfach mal starten mit dem Spiel. Let's go! Wie geht es dir? Hast du immer das Gefühl, dass dir diese Sachen helfen? Du könntest noch mehr probieren. Etwas mehr Direktes. Wir könnten mit der Vivo-Therapie beginnen. Okay, gut, bewegen können wir uns. Also ihr seht, dass das so ein bisschen pixellastig ist, das Spiel, aber das gefällt mir. Da wird mehr Wert auf die Atmosphäre gelegt meistens bei so Spielen als auf übertriebene Jumpscares. Jetzt sind wir ein bisschen Gassi mit dem Hund am Laufen. Na los. Ich weiß noch überhaupt nicht, was uns hier erwarten wird. Okay. Die Laufanimation von dem Hund ist ja auch legit. Oh nein, es fängt an zu regnen. A game by Akuma Kiara. Es scheint immer mehr zu regnen. Dem Hund ist das egal. Ich will heim. Wir laufen schneller als der Hund, das regt mich auf. Vielleicht hätten wir mal einen Schirm mitnehmen sollen. Würde ich auch so machen. Würde ich auch so machen. Ist der jetzt... Okay, wir sind da runter. Lost in Vivo.
Wir sind anscheinend nicht die einzigsten hier unten gewesen. Press F to toggle flashlight. Passt. Da haben anscheinend schon einige Kiddies ihr Unwesen hier unten getrieben. Ich nehme an, dass wir jetzt den Hund finden müssen. Der hätte ja auch mal warten können. Hungry Demon. My madness works. Oh, das ist ja übel. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, wo wir langlaufen müssen, ne? Ich gehe mal da oben lang, weil da oben Licht ist. Wahrscheinlich würden das die meisten machen. Okay, mit Space können wir pfeifen. Ah, wartet mal. Oh, ist ja geil. Rechts. Wenn wir pfeifen, hören wir den Hund bellen und dann wissen wir, wo wir langlaufen müssen. Ich glaube, ich habe sogar mal die Demo von dem Spiel irgendwann mal gesehen. Links. Ich empfehle euch an der Stelle wirklich, allgemein meine ganzen Videos mit Kopfhörern, mit guten Kopfhörern zu hören, weil der Sound macht einfach wirklich extrem viel von so einem Spiel aus, glaubt mir. Oh nein, er ist am Fiepsen. Rechts. Genau. Oh, wir können sogar rennen. Ich habe sogar Schritte jetzt, glaube ich, gehört. Okay, hier geht's lang. Einfach so ein Zauberer, der raucht. Oder ist er im Rauch? Nee, das ist da hinten einfach. Okay. Können wir das auch ausschalten? Unser Hund. Was ist denn das? Oh. Mit I können wir das Inventar checken. Okay, wir haben ein Inventar. Also unsere Taschenlampe haben wir. Und. Ah, das ist nochmal die Spielanleitung. Tastenbelegung. Sag mal, was haben wir denn hier? Crouchen können wir. Left Control. Sprinten. Mit E können wir interagieren. Pfeifen. Flashlight. Reload mit R. Check Map. Oh, wir haben sogar eine Karte. Change Weapon. Oh nein, wir haben sogar Waffen. Change Weapon. Mit Mausrad. Okay. Okay. Mehr haben wir noch nicht. Ah doch, wir haben noch was. Die Leine von dem Hund. Den Schlüssel. Das war's. Ich habe aber noch keine Waffen, ne? Ach, guck mal, was haben wir hier? Pick up. Okay, wir haben einen Hammer. Da können wir uns schon mal gut verteidigen hier. Ah. Gegen was wollen wir uns denn hier unten bitte verteidigen? Das ist so eine ganz normale Kanalisation. Es gibt einige Leute, die hier unten... abpfeifen. Es gibt einige Leute, die hier unten arbeiten müssen. Hier haben sogar Leute ihren Müll entsorgt. Ignorieren wir jetzt mal gekonnt. Ey, das wird... Nee, dunkler wird es jetzt nicht wirklich. Wieso kommt der nicht zu uns gelaufen? Wieso läuft denn der Hund weg? Jeder normale Hund... Links. Jeder normale Hund würde doch zu seinem Herrchen laufen, wenn er pfeift. Und nicht weglaufen.
Sind wir so ein schlimmes Herrchen gewesen? Ist das die Strafe Gottes, dass wir jetzt hier unten gelandet sind? Auf ewig verbannt in der Finsternis der Kanalisation? Er bellt nicht mehr. Leute, ich habe nicht gepfiffen. Das war ich nicht. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Scheiße. Wieso hat einer gepfiffen? Komm her, Mann, ich habe einen Hammer. Komm her. Wir haben einen Hammer und eine Taschenlampe. Alles ist gut. Der Elektriker traut sich nicht mal mehr hier runter, habe ich das Gefühl. Können wir die kaputt machen? Nee. Was haben wir hier? Okay, nee, das lassen wir mal gekonnt. Das mag ich jetzt nicht alles lesen und übersetzen. Hier ist ja noch mehr. Musik ist auch unglaublich erdrückend. Hallo? Ich komme nicht mehr weiter. Fifi? Bist du hier? Fifi? Wir müssen wieder zurück. Wieso sind wir falsch? Es geht doch gar nicht mehr weiter. Ah doch, hier links. Wieso habe ich den Raum nicht gesehen gerade? Ey, hier muss man mega aufpassen, dass man sich ja nicht verläuft. Okay. Hey, what the fuck? Wo bist du? Wieso? Wieso? Hat er mich angegriffen? Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Er bellt nicht mehr. Oh, das ist Fifi! Fifi, Fifi, Fifi! Komm her, komm her, komm her! Alles gut! Was? Wo ist der Hund? Okay. Alles gut. Alles gut. Lauf! Hallo? Fifi? Ich mag nicht kriechen, ich will da nicht rein. Wir müssen da rein. Nee, da gehe ich nicht rein. Da muss ich auch nicht rein, oder? Muss ich da rein? I can't go in there. It's too small. Okay, wir sind zu klein für den Scheiß. Ja, da wollte ich auch nicht rein. Der Hund ist sicher, unser Hund ist sicher da. Vielleicht als wir es umgedreht haben. Ja, als wir es umgedreht haben, ist er sicher weggelaufen. Das ist die logischste Erklärung. Ey, seitdem diese Missgeburt von hinten kam, muss ich mich die ganze Zeit umdrehen. What the fuck, was sind... Was sind das für Zeug hier? Okay, das sind Algen. Algen, okay. Hau ab. Haut ab, ich hab einen Hammer. Lauf, 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 lauf. Wieso ist meine Taschenlampe ausgegangen? Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, ob es gut ist, stehen zu bleiben. Ich weiß ja nicht, ob wir verfolgt werden oder irgend sowas.
Fifi. Hinter uns? Niemand. Okay, 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 okay. Was haben wir hier? Können wir das nehmen oder irgend so? Nee. Das ist einfach so ein Ruder. Wir müssen da rein, oder? Wir müssen da rein. Fifi? Fifi? Hey, krieg mal ja Kopfschmerzen, wenn es so eng ist. Vielleicht hätte ich die Briefe doch lesen sollen. Vielleicht wäre da mehr drin gestanden. Scheiße. Warte. Welche Richtung muss ich? Hier. What the fuck? What the fuck? Was ist denn das? Ich trau mich nicht. Komm, lauf schneller. Ey, habt ihr das gehört? Ja, natürlich habt ihr das gehört. Das ist eine dumme Frage. Licht ausschalten. What the fuck? Was ist das? Wir müssen da rein. Ich will da nicht rein. Nein, ich wollte da gar nicht rein. Willkommen in der Hölle. Fifi? Er antwortet nicht mehr. Links oder rechts? Wir gehen links. Das war falsch. Also rechts. Wir gehen hier lang. Nein. Ah, da kommen wir nicht rein. Was war das denn gerade? Ich will doch nur meinen Hund und wieder raus. Ich bin der Handwerker. Oh nein. Da war eins offen. Ich will, bitte ist da nicht eins abgehauen. Fifi? Scheiße. Die Musik hat aufgehört.
Ich glaube, wir müssen da rein. Wir müssen hier rein. Das ist nicht gut. Da liegt ein Auge. Hä? Was habe ich aufgehoben? Eine Waffe. Okay. Also kommt her, ihr Bastarde. Ohne Scheiß. Kommt her. Jetzt ist fertig, lustig. 10 Schuss habe ich. Ich glaube, wir sollten echt gucken mit der Munition. Das bedeutet aber auch, dass es hier irgendwelche Viecher gibt, wo ein Hammer nicht reicht. Na los, komm her. Ist da was? Nee. Doch. Fifi. Na komm her. Komm her. Halt, 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 halt. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Okay, Leute. An der Stelle tue ich das Let's Play beenden. Also nicht aufhören, aber den Part tue ich jetzt beenden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback freuen. Ich möchte auf jeden Fall weiterspielen. Echt geile Atmosphäre. Und schreibt mir doch ein nettes Kommentar. Das würde mir echt helfen. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid morgen auch zum nächsten Teil dabei. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.